Hallo Leute, Miffy und ich bin weiter Final Fantasy 1. Ich habe gerade gemerkt, mein Mikro war die ersten paar Sekunden aus. Sollte aber hoffentlich nicht weiter stören. Da unten müssen die also. Okay. Nichts leicht als das. Auf Ebene 5 kommt ein Boss, auf Ebene 10 kommt ein Boss, auf Ebene 20 können wir aussuchen. Also pro Dungeon gibt es immer 4 Bosse. Ihr könntet ruhig euch etwas schneller bewegen. Danke. Dip, 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 dip. So. Gut. Das spüren wir jetzt einfach mal. Die Sackgasse, okay. Ja, das spüle ich jetzt mit Absicht mal vor. Wie, wir sind jetzt erst im zweiten Untergeschoss? Was zur Hölle? Ich werde nur wissen, ob man hier reinkommt. Ach, das da unten ist... Ist das die Weltkarte? Nee, ne? Da könnte man... Nee, ist auch noch draußen. Ah. Wo könnten die dann landen? Da vielleicht? Explosion, ja. Komm. Komplett falsch, oder? Nee. Gut, haben wir ja Spieltaste. Moment, so, hier hinten. Nein, wir müssen nicht in irgendeines dieser Häuser und den Weg finden, oder? Scheint mir aber fast so. Oder habt ihr hier irgendwo was gesehen? Da ist noch ein Haus, was weit oben ist. Ah. Bis hierher seid ihr also gekommen. Dies ist der Ort, an dem ihr euch eine weitere Prüfung unterziehen müsst. Wollt ihr eure Reise fortsetzen, kämpfen und gewinnen gegen folgende meiner Drachenstern. Silberdrache, Weißdrache, Blaudrache. Sprecht mich an, wenn ihr meint, euch passiert zu haben. Warte, das gucken wir nochmal an. Einmal Silberdrache, Weißdrache, Blaudrache, zweimal. Okay. Drache zum Fall. Weißdrache. Komm mal einmal. Zweimal. Gelbdrache. Brauchen wir nicht. Silberdrache. Den brauchen wir einmal. Gelbdrache brauchen wir nicht. Rotdrache brauchen wir auch nicht. Ich finde bestimmt den den Blaudrachen erst, wenn wir alle anderen Drachen besiegt haben. Drachenzombie brauchen wir auch nicht. Da ist ein Blaudrache, schön. Da mal ein. Grüntrache brauchen wir auch nicht. Na komm her. Da ist der zweite Blaudrache. Fehlt nur noch ein Weißdrache. Und ich finde hier den schnell. Dunkeldrache hatten wir allerdings auch noch nicht. Brauchen aber einen Weißdrachen. Bitte Weißdrachen. Du bist Dunkeldrache. Weißdrache. Achso, ich wollte ja noch was machen. Fällt mir gerade ein. Pusten. Das Dumme hier ist, wenn man ihm eine Waffe anlegt, ist er schwächer. Weil er ist ja so wirklich viel mehr machst du aber auch nicht. Hab ich das Gefühl. Das ist ja weiß. Ah, perfekt. Wobei kann man das hier auch. Ein Türschloss hat sich geöffnet. Okay, dann wollen wir mal. Danke, Mr. Bahamut.
Höhe der Genesung, Stufe 4. Okay. Oh. Ja, nicht rennen. Auf jeden Fall nicht rennen. Das ist gut. Das ist doch vor. Da geht's nicht weiter. Eins noch. Ah, verdammt. 1, 2, 1, 2, hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Gucken. Ich glaube mal eine Truhe, das ist so hier hoch, wie weit. Eins noch? Ne. Natürlich jetzt die Frage, wo wir hingehen. Wow. Ich dachte, das ist ein Wassertempel und kein Himmelstempel. Ja, darum können wir wieder raus. Das ist gut. Kraftbolz. Kraftbolz nach den Angriff. Okay, hier können wir rein. Moment mal. Auch nicht so lange. Ja. So. Verstehe ich nicht. Gab's hier noch einen zweiten Weg? Ich bin gerade am Überlegen. Doch, ich glaube schon. Nee. Hab's nicht. Hä? Wir müssen weg. Jetzt gucken wir nochmal hier. Stimmt, hier gab's einen zweiten. Koffeintrank und Kraftbomb. So, hier geht's nicht. Hier oben wird es weitergehen. Da geht's. Schauen wir hier noch mal drüber. Hier unten geht's nicht weiter. Gut, dann bleibt ein Stairweg hier. Nicht wirklich. Aber, verdammt. Oh. Das war perfekt gebremst, glaube ich. Die längste Ebene. So, gucken. 1, 2, hopp, 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 hopp. Ich hab's mir doch fast gedacht. So, immer schön gucken. So, welchen Weg kennst du? Vermutlich den längeren, oder?
gibt's ja so viele Wege. Bloß nirgendwo runterfallen, das wäre jetzt das Beste. Nein! Ah, verdammt! Na, den ganzen nochmal. Jetzt die Frage, gehen wir nochmal da hinten lang oder gehen wir erst vorne? Oder? Ja komm, wir gehen erstmal hier vorne lang. Einmal um herum. Die Treppe. Hopp, ab. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Notausgang gefunden, nee, brauchen wir nicht. Oh, kompliziert, welche die richtige Tür ist. Immer hier oben weiter. Ja, toll aussehen. Zumindest wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Ist ja schon mal was. Kommen wir vielleicht noch von oben? Oh ja, sieht gut aus. Perfekt. Dies ist die friedliche Heimat der Meerjungfrau. Man munkelt, dass ein verdächtiges Wesen ließ. Im nördlichen Zimmer, okay. Nördliches Zimmer. Das hier. Speichern aber dann mal und heilen dich halber noch mal. Heiliger. Geh drauf. Endlich halte ich das mächtigste Schwert auf Erden in meiner Hand. Nun kann ich endlich in meine Heimat zurückkehren. Hm? Wo kommt ihr denn plötzlich her? Habt ihr es etwa auf dieses Schwert Excalibur abgesehen? Nun, gegen Vierkämpfer eures Formats bin ich natürlich nicht gewachsen. Ihr sollt das Schwert haben, von wegen holt es euch, wenn ihr den Mut das habt. Hallo Gilgamesh! Wir werden tatsächlich mal ein bisschen die Taktik ändern. Gut, was machst du nicht? Oh! Coole Sache. Du könntest aber auch noch Cast auf ihn machen. Excalibur, wow, ein Schadenspunkt, du bist unglaublich stark. So, jetzt wo wir wissen, wie mit ihnen umzugehen haben, mit diesen netten Herren Adepten, jetzt ist er wenigstens nicht mehr nutzlos. Der Kampf sollte aber schnell vorbei sein. X-Ball. Du hast nur ein Problem, ich glaube, Flair ist dagegen... Ich sag doch, Ex-Oil gibt's hier. Ich weiß nur nicht mehr, wo man es herbekommt. Das ist das Problem. Der ist übrigens dagegen nicht gewappnet. Weil das kommt trotzdem durch und das dürfte es dann auch gewesen sein. Ne? Nee, noch nicht. Kombi. Machst du kaum Schaden.
Ein Türschloss hat sich geöffnet. Ach nee. So, auf Ebene C kam der nächste. Nein, nicht so eine Höhle. Elfenstaub. Wow, du baust ordentlich zu. Hier schwimmen wir wieder vor. Bei Höhen haben wir schon genug gesehen. Wow, du machst wirklich ordentlich Schaden. Danke, dass mir jemand gesagt hat, dass man das so machen kann. Das ist nicht so schön. Ja, da ist eine Tür. Können wir noch hinkommen. So, ganze sind Zeitraffer. Booms, bams, booms. Booms, booms. Revenant, okay. So, hopp. Ihr habt alle keine Chance gegen mich. So, hier gucken, da ist noch. Notausgang, noch einer. Brauchen wir nicht. Wir haben Bimo. Ein könnte ich Bimo alle verlieren und was anderes dafür. Ja, da ist die Tür. Was sind die? Ah, von hinten. Okay. Ruhe. Guckerkralle. So, jetzt will ich auch mal was gucken. Nein. Das solltest du nicht hier annehmen. Genshi-Fäustling. Kannst du annehmen. Okay. Wasser. Nee, Todeselementar. Na dann. Und was haben wir hier? Python. Die einfach mal alle verschwinden. Ach, da ist schon die Treppe. Na, praktisch. Wo ist der Element da? Boom. Yeah, yeah, yeah. Und Treppe ab. Ja, das ist wenigstens einfacher. Wow. Unglaublich. Ein Gegner. Hallo? Ah, zwei Gegner, cool. Sollen uns diese Pfeile, die Dinger wieder zeigen, wo wir lang müssen? Dann müssten wir nach da. Ne, sollen sie nicht. Definitiv nicht. Ach, geh mal. Und da trotzdem schneller. Rückspultaste. Nein, wir spielen natürlich nicht zurück. Wir spielen nur vor. Wer schaut um die Erfahrung, die wir bekommen. Die sind eh schon übermächtig. Guck, wie lange ich das noch sage. Koffein tragen. Hierfür für den Weg. Oh, Teleporter. Höhle der Genesung 8. 9. Da ist die Treppe. Wow. Höhle der Genesung 10. Gab es hier ein oder zwei? Das will ich jetzt noch mal kontrollieren. Nix, nix. Nix. Oh, warte, hinten geht's noch. Nix. Okay. Wie sehen die Werte aus? Wir hauen einfach mal einen Heiker raus. Zweimal. Eindringlinge vernichten. Du bist Atmos. Hallo Atmos. Was können wir eigentlich bei dir? Gar nichts machen. Einfach Heiliger. Du machst mal hart auf uns, ja. Weil er macht irgendwie mehr Schaden. Das war Zufall. Oben noch. Cool.
Wurmloch ist übrigens eine Instant-Tod-Attacke. Okay, ich mach noch mehr. Du hast, glaube ich, 13.000 Lebenspunkte. Wow, 4. Und du kampfst bis jetzt immer danach dran, deswegen machen wir jetzt einfach mal Sanctus. Booms. Flair. Booms. Wow. Ich will ja nichts sagen, aber du bist lächerlich. Booms. Komet. Au, das könnte wehtun. Hat es auch. Jetzt darfst du wieder normal heilen. Das ist gut. Oh, du kamst diesmal sogar später dran. Das ist nicht gut. Alter. Boom. Und hier. Boom noch. Funktioniert meistens eh nicht. Wir setzen nochmal Heilgar ein. Da war es doch eh schon fast ein bisschen klein. 13 Angriffe oder so brauchen wir für den Boss. Da ist doch. Boom. Richterstab. Wir müssen mal hier noch den Weg finden. Nein. Wollen wir nicht. Wir wollen tiefer runter. Ach, da drin. Okay. Hopp. Vorspulen, 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 vorspulen. Da. Moment aber mal, Richterstab, für wen ist der? Nicht für dich? Für dich. Cool. Wird öfters untergeschossen. Jetzt dürfte erst auf Ebene 20 hier was kommen. Dürfte. Bin mir gar nicht so sicher. Oh, wir haben neue Schild bekommen. Ist auch nicht besser, okay. Da geht's nicht lang, da geht's lang. 100 Liter, okay. Super. Wir gehen nach unten. Kuka-Kralle, noch eine. Haben wir jetzt noch. Killer-Hype, cool. Hallo, Killer-Hype. Du bist ja so killerhaft gewesen, als ich dich gekillt habe. Aha. Versteht ihr? Ne, geht ja. Okay, jetzt reicht. Achso. Wir sind mal ja hier. Okay. Ja, nix, gar nix. Und laut wollen. Jetzt schon wieder die Treppen. Schon wieder die Treppen bei dir aus. Das gibt's ja nicht. Ah, stimmt. Wartet. Da geht's dann noch lang. Moment, das kann da jetzt nicht stimmen, oder? Das ist doch irgendwo. Hier geht's wirklich nirgends vor. Hä? Ich glaube, ich hab die... Moment, hier vorne geht's. Oder? Was ist denn dieses Areal? Gut, da geht's nicht lang. Vielleicht. Magie. Heilgar. Oh, du musst...
musst jetzt aber auf Teilgas hauen. Ein Schwarzauges hatten wir noch nicht. Wow, wir steigen hier ordentlich Levels auf. Da ist bestimmt die Treppe. Genau. Wieso komme ich auf diesen Schwarz? Weiß ich auch, warum er so viel Schaden bekommt. Treppe sein. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, oben sind die noch nicht. Nee, warte. Wir gehen nach rechts. Geht nicht. Oben. Oben. Wirklich überfragt. Hier waren wir noch nicht. Ja, das ist gut. So. Na, hier nochmal. Ich weiß, wo wir sind. Das ist da, wo damals die Märkte gebaut waren. Oh ne, müssen das solche Suchspielchen sein? Hinter dieser Tür ist eine Truhe. Lichtschleife. Verdammt. Hier ist noch eine Truhe. Und wir haben, glaube ich, schon das maximale Level erreicht. Können wir ein Feld machen. Da braucht jemand auf jeden Fall eine Heilung. Hier unten. Da unten. Ja. Wo können sonst noch? Da unten. Treppe. Yay, Chaos Castle. Das ist cool. Warum sind wir gar nicht weiter, weil die nicht lang gehen kann? Chaoskiste. Ach nee, ist ja Chaos-Tempel. Und wenigstens ein paar leichtere Gegner, die kaum Schaden machen oder gar keinen. Ey, Treppe. So, welches... Wir haben auf jeden Fall die maximale Breite. Das steht schon mal fest. Level haben wir welches? Cool. Echo Card. Da ist Treppe. Kommen wir da hin? Nein, kommen wir nicht. Silberdrache. Hier mussten wir rumlaufen, ne? Ja. Aber wir wissen immerhin schon, wie die Treppe ist, ne? Noch hinkommen. Bam. Yay. Müssen wir mit euch reden oder können wir hier einfach so durch? Ich glaube, wir können hier so einfach durch, ne? Ja, scheint so. Weil so einfach scheint das auch nicht zu sein. So viel zu erkunden. Da haben wir es. Wow, das war jetzt reiner Zufall. Oh. Nein, nicht schon wieder sowas. Kommen wir ja Killerhaie. Kaum sag ich's. Oh.
kommt auch schon einer. Perfekt. So, dann machst du noch, probierst noch zweimal Heilgas zu wirken. Klappt natürlich nicht. Einmal reicht noch. Dafür haben wir aber... noch genug Ethos. Sollte mal wieder einkaufen gehen. Werde ich auch gleich nach diesem Dungeon machen. Weil dann kommt der letzte, der hat ganze 40, ich betone 40 Ebenen. Auf jeder ist hinten Ebene ein Boss. Das ist eins ganz praktisch. Da müssen wir auch nicht aussuchen. Weil da gibt es halt auf jeder Ebene nur. Alle sind Ebene ein Boss, jeder dann schon hat 4 Bosse, macht richtig 4 Bosse. Stiefel, noch welche. Pulselementar. Die Suche nach der Tür. Ah, Chaos-Tempel, schön. Schon viel besser. Gefällt mir besser als diese Wasserlinie. Wie war das jetzt eigentlich? Mondstein. Heil mit dir. Kommen wir hier runter. Und sonst ist hier nichts. Okay, und da hinten geht es auch nicht weiter, habe ich gerade gesehen. Ja, schön. Einer bleibt da. So, hier wieder ein bisschen vorspielen, weil da einer. Kamen wir wieder einzeln oder mussten wir durch die Tür? Moment, hier geht's lang. Zwei. Dann suchen wir mal die Treppe. Da gehen wir mal raus und dann haben wir die noch eine Ebene. Moment, noch eine Ebene. Ich habe gerade gesehen, mein Heiler ist, mein Magier ist nicht so weit vorne. Von mir aus könnte die ganze Ebene kommen, habe ich kein Problem mit, aber keine Killerheilung. Ich sollte den Namen sagen. Killer High! Keine mehr, bitte. Hermesstiefel, wie viele gibt es denn von denen? Ist hier der Hermesversand lang gekommen oder was? Bei so vielen Hermesstiefeln. So, na. Und hat sich wohl. Da ist die Klappe. So, ich hoffe, ich erwische auch beim ersten Mal gleich den richtigen Boss. Wäre nämlich doof, wenn ich jetzt den falschen nehme.
Das ist der Fall. Weil dahinter ist ein Bruder, weiß ich zumindest, welcher Boss das ist. Dann müssen wir zu dir. Wie gesagt, wir werden hier speichern und schauen, dass wir ihn platt bekommen. Komm, halt nochmal einmal komplett durch. Schon tausend lange Jahre hat mich niemand herausgefordert. Lasst uns herausfinden, wer von uns der Stärkere ist. Omega. Nun gerade am Überleben. Nee, du kreist mit Heilgarn an. Das ist das Beste. Ist das ein normaler Angriff oder ein... Das ist die Gefahr. Das ist ein normaler Angriff, könntest du nämlich bitte verzaubern. Ach, du zauberst einfach ein. Das haben wir schon zu verlieren. Außer, dass er ordentlich Schaden macht. Falls du dazu kommst, mach einmal das auf dich. Okay, das hat keinen... Schützt dich davor. Der Kampf könnte jetzt tatsächlich damit enden, dass wir draufgehen. Wobei, wartet mal, Flair hat so viel gemacht, wie viel macht der Blitz da? Phoenix-Feder und du machst dann Fiedergar auf ihn. Der hat glaube ich genauso. Alter. Verdammt. Das ist dumm, wenn der vorher dran kommt. Natürlich auf den nehmen wir gerade wieder liegen kann. Auf ihn denn sonst? Mach einmal bitte Erzengel und yeah. Okay, das könnte jetzt wirklich böse sein. Könnte auch. Du machst nochmal Hast auf ihn. Autsch. Ich bin zwar, das ein Gruppenangriff, der die sind in Ordnung. Einzelangriffe allerdings. Ich hoffe wirklich, dass wir eine Chance gegen ihn haben. Wow. Neben wenigen Schaden, Hauptsache wir kommen wenigstens auf 1000 pro Runde. Das ist zumindest schon mal... Brauchen wir nur 25 Runden. Problem wäre, wenn er meinem Heilerin tötet. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig als die... Du hast keinen... Verdammt. Wobei, nee, es bringt gar nichts anderes. Wobei, wenn du drauf gehst, nee, du kreist an und du machst mal... Weiter auf ihn. Bleibst auf Heiger und du machst dafür einmal Blitz. Perfekt. Ich glaube, Blitzger hat... So, das müssen wir jetzt nochmal kontrollieren. Wie viel macht er? 560. Blitzger macht das genauso. Wir kriegen auch Blitzger. Energiestoß, du und wie auch einer. Weißt du, dass du nervst? Wie oft können wir noch? Wow. Ja, ich bin schon wieder auf leer gegangen. Verdammt. Gut, jetzt haben wir wenigstens die ganze Gruppe einmal geheilt. Jetzt kannst du wenigstens einmal Erzengel machen. Oh, verdammt. Da. Bitte funktioniert. Natürlich.
Verdammt. Und das meine ich jetzt wortwörtlich. Nee, ich glaube andersrum. Genau deswegen. Verdammt. Ich habe vergessen, das zu machen, was ich wollte. Vielleicht hilft das hier etwas. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Und zwar auf dich. So, du gehst nochmal auf Angriff. Auf ihn. Pass auf. Auch wenn er vermutlich in der nächsten Runde tot ist. Schauen wir mal, dass es nicht so ist. Sieht halt gar... Nee, stopp. Nicht hier. Ja. Hi, ja. Jetzt mal eine Heilpotion, die du nimmst nochmal erstmal auf. Du machst weiter mit Blitzkampf. Ja, schön, nächster Tod. Deine Einzelangriffe sind doch schon ganz schön hoch. Die anderen allerdings auch. Warum auch nicht? Die ist fast gut. Das ist schlecht. Ach, scheiß drauf, die zu verstärken. Mach Blitz da. Items. Königsfeer. Heiler. Blitz da. Heiliger. Ah. Heiliger. Ah. Angriff. Heiliger. Heiliger. Der könnte aber so langsam auch mal drauf gehen, ja, ich bin da. Möglichst bevor meine Leute hier umgucken. Genau das. Moment, nein, du kreist komischerweise immer später an. Wenn man das Ganze mal anders machen. Ups. Ups. Alter. Solange er jetzt zu schwach ist, werden wir erstmal so angreifen. So. Er ist schon mal ein bisschen stärker, also kannst du einmal Hass auf ihn casten. Und nächster Tod. Verdammt. Das war... Na, so viel zum Thema wieder.
Aber wir können es ja noch eine Weile machen. Boom, wieder belebt. Kommt, ich glaube, dann hätte ich eine Nevia. So wie ich mein Kuh kenne. Da wir den Spielstand eh dann, ist das völlig egal. Da ist er. Ich glaube, ich muss schon. Natürlich stirbt er. Ganz klar, das ist das Sinn, ist aber nee. Bums. Alter, Magie. Ah, auf ihn. Gut, das war wieder ziemlich knapp. Komm mal, Heiler. Und Blitzka. Oh, meine Maha, da kosten bei ihnen werden auch langsam. Weniger. Da müsste doch so langsam mit da mal drauf gehen. Und noch? Noch kann er. Endlich. Ah, war das nicht gut. Mystica. Ja. Also, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich bin jetzt einfach mal hier rumgelaufen, direkt zum Boss. Omega ist meine Begierde. Hallo Götterdrache. Hallo. Wir werden einfach mal Proteras haben, in der Hoffnung, dass es auch was bringt. Dann werden wir einmal Explit zaubern, in der Hoffnung, dass es was bringt. Wow. Ich glaube, das war die falsche Vorgehensweise. Dann werden wir einmal Heiliger zaubern, in der Hoffnung, dass wir es überleben. Hier. Ey, komm, schaust du alleine. Hä? Ach so, wir sterben nicht. Kleiner. So. Da sind wir hier. So, dann gehen wir diesmal direkt an das Tor. Wir werden am Anfang einmal Explit zaubern und das muss reichen. Und über das Tor machen. Aber ja, hier scheint ein bisschen einfacher zu werden, weil er hat nicht die starken Abwehr wie Omega. Aber er hat die voll starke Magie. Vielleicht noch etwas zu schaffen machen könnte. Oh ja, kann doch normal angreifen. Aber ihr seht, wir machen wesentlich mehr Schaden bei ihm, was doch um einiges besser kommt. Flair. Ich hoffe, er setzt das nicht allzu oft. Wow, einer ist tot. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Wir werden aber auch nicht auf die Heilung verzichten. Phönixfeder. Alter. Yeah. Wieso kommst du... Ah, oh, verdammt. Dann probier mal eine X-Potion auf dich zu verwenden. Dass du vermutlich nicht überleben kannst. Also. Jetzt kamst du, glaube ich, aber wieder vorher dran. Ne? Ach, kannst du dich mal entscheiden. Aber wenn er wieder lebt, könnten wir eins direkt auf den Hardcast.
Das ist eine coole Taktik. Booms. Ich hoffe, er überlebt jetzt auch noch eine Weile. Yeah, perfekt. Was? Der Kampf ist um einiges einfacher. Wobei, wer weiß, was er noch so auf dem Gezeitenwelt. Ach, das ist... Gezeitenwelt ist böse. Braucht wirklich Ex-Wall oder so? Flair, boom. Einer ist tot. Falscher. Wir werden erstmal die Gruppe probieren, hochschreien. So. Phoenix-Feder. Heiliger. Und... Arzt. Angriff. Angriff. Heiliger. Super. Na toll. Das war eine schnelle Wiederbelebung. Aber umso mehr da sind, umso größer ist halt die Chance, das anfangen. Ja. Okay. Dann nochmal das Ganze. Toll. Diesmal geht es genau andersrum. Gut, in der Anbetracht, dass er vermutlich sterben wird, werde ich jetzt einfach mal nichts machen. Jetzt wird es kritisch. Wir machen trotzdem nochmal dieselbe Taktik. Toll. Jetzt haben wir eindeutig ein Problem. Könntest du mal aufhören, nur noch Flares zu casten, oder? Ich hoffe, sie überlebt noch. Ah, verdammt. Sie hat keine Mana-Punkte mehr. Falls du es überlebst, dann mach nochmal ein Elixier auf. Natürlich überlebst du es nicht. Warum auch? Ich würde mal sagen, wir sind tot. Gut, bis gleich. Gut, da sind wir auch schon wieder. Ja, ich weiß, du bist das Omega. Wir verschwenden auch gar keine Zeit mit irgendwas anderes diesmal. Heiler. Ah. Der Blitzschaden ist nicht so übermächtig, dass wir dafür was brauchen. Können zwar die normalen Angriffe noch abschwächen, aber lieber nicht. Das ist eine böse Attacke. Die ist wirklich böse. Ich weiß auch gar nicht, wie viele er hat. Ich glaube 25.000. Also wäre vermutlich schon... Du mit deinem Grundflair, echt. Haben wir vielleicht ein Item da hier? Ah, stopp. Wir hatten was. Fällt mir gerade ein. Das mal kurz auf dich selbst. Und falls es wirklich hart auf hart kommt. Dann würde man noch was benutzen. Wenn ich es denn finden würde. Ich hab doch noch was. Apropos Elixieren, ne? Ich hab da doch noch was drin. Sind übrigens die zwei stärksten Gegner im Spiel, also selbst der nächste Dungeon soll nicht so schwer sein. Von daher, ich da kein Problem. Ich sag nichts. Nein, la 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 la. Nun Drache, la la la. Genau, mach das. Nix sagen.
nichts sagen. Einfach nur denken, dass wir ihn nicht schaffen. Genau. Nicht, wir schaffen ihn nicht. Niemals. So umzudenken ist schwer. Ich weiß, dass wir ihn nicht schaffen. Genau, ich weiß, dass wir ihn nicht schaffen. Verdammt. So, jetzt müsste ich aber mal suchen. Wo haben wir es denn? Unsein... Ah. Anscheinend ist das eher für den nächsten, aber hey, was soll's. Warum nicht? Brauchen wir für die nächsten Dungeon eh nicht. Ja. Hätte ich mir anscheinend auch sparen können. Naja. Ragnarök erhalten. Rüsten. Ragnarök ausgerüstet. Heldenschild gefunden. Rüsten. Heldenschild ausgerüstet. Zurück auf die Weltkarte. Ja. Ist nun die Frage, wo ist jetzt Tiamat? Das weiß ich. Wo haben wir nochmal unser Schiff abgestellt? Ich glaube, ich weiß wo. Glaube ich. Nee, ich glaube, das war hier. Ah, verdammt, wo haben wir das jetzt nochmal abgestellt? Hier runter, ne? Erstmal will ich mit euch zurück zum Schiff, wenn wir das hier mal hier finden. Hier ist der. Da wo ich hin wollte. Ja, ich glaube, das ist hier richtig. Sieht gut aus. Und jetzt gehe ich nochmal durch shoppen. So, einmal ins Sim bitte. Wo bekommen wir eigentlich Ex-Roll? Aber wenn wir schon mal dabei sind, ne? Einfach mal alles aufkaufen. Das ist die gute Frage. Wo bekommen wir X-All her? Ich bin der Meinung, wir konnten es alle. Gut, ich werde mich in der nächsten Folge erkunden, wo X-All ist. Also zur nächsten Folge. Und ich werde schon zum nächsten Dungeon gehen. Also, bis dahin.